jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them. Wunderschönen guten Morgen in die Runde an meine Lieblingsmenschen. Ihr seid wirklich die allerbesten. Die Sommerkollektion oder die Sommerkleider aus Italien habt ihr geliebt und gefeiert. Und ich mit euch, also es ist wirklich, es sind so geniale Teile mit dabei. Und deswegen kommt heute gleich noch ein Video hinterhergeschossen, so ein Kurzvideo mit natürlich noch mehr neuen Teilchen. Denn ich habe natürlich hier noch ganz viele Sachen für euch auf dem Programm. Und wir fangen sofort an mit diesem tollen Zweiteiler, und zwar mal ein Rock. Also ich musste bei dieser Reise feststellen, dass in Italien dieses Jahr das Thema Rock ganz groß geschrieben wird. Also gar nicht mal Kleider und auch, klar, die Culottehosen, ne, immer, und auch die Zweiteiler. Aber auf einmal stehen auch ganz viele Röcke auf dem Programm, und ich muss sagen, da bin ich total dabei, weil ich immer finde, wenn man so ein zweiteiliges Rock Blusen-Set anhat, dann sieht man einfach schlanker aus. Dann ist das nochmal unterbrochen. Also ich bin da total dabei. Kleider, wenn die so walla walla einfach nach unten sind, dann tragen die oftmals auf, obwohl ich ja auch immer Modelle extra suche, weil auch für mich, ne, ist das nicht sehr vorteilhaft. Ich suche immer Modelle, die weichfallende Stoffe haben und die nicht so, ja, wo man dann halt nicht so aussieht wie so eine wandelnde Tonne, ne, sag ich immer. Ja, also hier jetzt mal die Rock-Kollektion, also ich habe mehrere Röcke für euch auf dem Programm, lange Röcke, und ich finde die mega hier mit einer Knopfleiste, denn wenn man die so ein bisschen offen lässt und dann beim Laufen, da sieht man nochmal so ein bisschen die Beine, und dann ist das nicht ganz so wie ein langer Rock, und ich finde das genial, wenn man das hier nochmal so ein bisschen offen lassen kann, auch sehr sexy mit dieser Knopfleiste. Ihr könnt das natürlich auch bis unten hinzumachen, wer das nicht mag. Den Rock könnt ihr tragen so bis 42, 44. Da ist eigentlich ein Gürtel mit dabei. Den zeige ich euch auch mal ganz kurz. Ich habe den jetzt, also der würde mir auch passen. Aber ich fand es jetzt einfach mit diesem geflochtenen Gürtel nochmal schöner. Aber ihr könntet natürlich auch diesen ganz schlichten Gürtel, der dabei ist, mit ummachen. Passt auch. Und diese Kette, die ich umhabe, die ist auch bei der Bluse mit dabei. Aber ihr könntet das Ganze natürlich noch aufpeppen mit so einer wunderschönen Bommelkette. Dann ist es nochmal, ja, so ein bisschen stylischer. Ich habe jetzt die Kette umgelassen, fand das eigentlich ganz witzig. Also da sind ja immer mal Ketten dabei, die nicht so schön sind, aber die geht. Und ja, mit dem geflochtenen Gürtel nochmal unterbrochen. Die Bluse könnt ihr tragen so bis 44, und natürlich könnt ihr das auch anders kombinieren. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Wer das nicht mag, so zusammen, der kann natürlich auch die Bluse mit einer Hose kombinieren oder den Rock mit einem schlichten Oberteil. Aber man kann sich auch dieses Set kaufen und wenn man zum Beispiel in Urlaub fliegt, dann einmal den Rock so kombinieren, einmal das Shirt so, und dann hat man gleich vier Outfits, die man irgendwie anziehen kann. Ja, das wäre mal hier dazu zu sagen. Übrigens hat der Rock Taschen, das finde ich ja auch sehr genial. Also ich bin ja immer so ein Freund von Taschen, ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Und ich finde, so eine Kombi mit so einem Rock macht echt schön schlank, mega Teile. Also wirklich ganz, ganz toll. Und das Gleiche gibt es nochmal in dieser tollen, ja, so ein ganz heller Camelton ist das, finde ich auch mega für den Sommer. Das ziehe ich auf jeden Fall nochmal für ein Foto an. Aber ich zeige euch jetzt erstmal noch die Kombi ganz kurz mit dem Rock mit einem schlichten Oberteil. Ja, hier wäre mal eine Kombi mit dem Oberteil dann einfach in schlicht. Und ich liebe diese Blusen im Sommer. Ich bin da ein absoluter Fan von. Ich habe die in allen Farben schon jahrelang. Die sind immer wieder auf dem Programm. Und immer wieder schön, das ist hier so ein 50% Leinen, 50% Baumwolle. Allerdings dieses Jahr neu sind die hinten einfach in so einem Sweatstoff. Also das fühlt sich wirklich an wie ein T-Shirt. Dadurch, dass es nicht so einen hohen Leinenanteil hat, ist es nicht so eine Knütterbluse. Also da kann man auch mal dran fassen, ohne dass es sofort verknüttert ist. Ich liebe die. Die sind hier oben schön weit. Man kann ganz normal einen BH drunter ziehen. Und es sieht immer schick und edel aus. Also ganz tolle Teile. Die sind relativ lang auch und könnt ihr tragen bis bestimmt 44, 46. Die sind auch sehr weit. Ich zeige euch mal nochmal eine andere Farbe. Also da könnt ihr sehen, ja, also ist ein tolles Teilchen. Und schaut mal, wie lang die sind. Also auch über der Hose könnt ihr die natürlich tragen. Ja, dann brauche ich euch eigentlich zu dem Rock ja nichts mehr sagen. Das ist der gleiche. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Bluse nochmal mit einer Hose anziehe. Ja. Der Kameramann sagt ja. Übrigens habe ich einen neuen Kameramann. Soll ich dich mal vorstellen? Das
Er sagt, nein, doch. Komm mal her. Und zwar der Kashi, den habt ihr schon auf Bildern gesehen. Das ist mein kleiner Kameramann. Da ist er. Total peinlich jetzt. Ne? Ich bin ja immer sehr spontan. Ja, der Igor bleibt natürlich für die großen Videos und der Kashi dreht schon ganz lange die kleinen Videos für uns. Also ja, macht er gut, oder? Spaß. Habt ihr es gemerkt, dass jemand anders ist? Nee, ich glaube nicht. Ne? Du machst es echt toll. Dankeschön. So, das wieder an die Kamera. Ja, also ab und zu muss man auch mal hier die Leute irgendwie vor die Kamera holen, wenn es so spontan ist. Ist manchmal für alle ein bisschen peinlich, aber muss man mal durch, ne, Kashi? So, ja, wir machen noch einmal ganz kurz die Bluse mit einer Hose. Ich bin sofort wieder da. Ja, das wäre nochmal die Bluse jetzt kombiniert mit einer Hose. Also ihr seht, ein ganz anderes Outfit, trotzdem wunderschön. Ich habe jetzt hier nochmal so eine dickere Gommelkette drauf gemacht und hier den, achso, das ist jetzt der schlichte Gürtel, aber das ist der gleiche wie beim Rock mit der Hose. Da würde ich jetzt, wenn man so eine Gommelkette hat, dann reicht auch so ein schlichter Gürtel, sonst hat man hier, glaube ich, irgendwie zu viel. Sehr, sehr genial auch die Kombi mit der Hose und sehr genial auch die Kombi nochmal in Grau. Schaut mal, das ist ja die Hose vom letzten Video. Die könnt ihr jetzt auch toll kombinieren hier nochmal mit diesen Blusen in Grau. Übrigens in Italien Farbe, genau wie in Spanien, keine Farbe. Also ganz wenige Farben, die da im Moment auf dem Programm stehen. Also es wird eher alles so in schlicht gehalten. Ich finde das sehr schön und edel. Und ich muss sagen, ich brauche es jetzt auch nicht hier so Neongelb und solche Sachen. Ich weiß, hier in Deutschland stehen Farben leider, was heißt leider, also das ist so nicht mein Ding. Farben stehen immer hoch im Kurs. Ein pinkes Kleid ist auch echt toll. Also es gibt Teile, die sind wirklich wunderschön. Ich liebe Rot. Also im Sommer finde ich ein rotes Kleid mit roten Lippen oder ein rotes Jackett auch sehr genial. Aber natürlich auch diese Naturtöne sind einfach immer schlicht, schick und immer modern und deswegen liebe ich diese Farben. Ja, das dazu. Die Hose könnt ihr tragen bis 44. Der Gürtel passt, glaube ich, sogar auch dann bis zu der Größe. Das ist ja bei den mitgelieferten Gürteln auch immer manchmal ein Problem. Und ihr könnt natürlich die Kombi jetzt auch machen wieder nochmal in dieser Farbe mit dem Rock und mit dem Oberteil. Also sehr, sehr genial. So, dann hatte ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt, die kurze Bluse oder die mit dem, also das Top eigentlich, gibt es noch in Schwarz und in Beige. Und dann machen wir auch schon weiter, nochmal mit der gleichen Bluse oder so eine ähnliche, die hat nicht den Knopf, aber sehr ähnlich von der Sache her, mit einem schlichten Rock. Also ich bin total schockverliebt in diese langen Röcke, da gehen jetzt erstmal gleich ein paar mit in meinen Kleiderschrank. Ich liebe den auch in schlicht, wie genial, also das ist so ein Hosenersatz, sage ich mal jetzt natürlich, oder kurze Hose. Und ich finde das so genial, dass der zum Knöpfen ist, dass man den so offen lassen kann. Ich habe den jetzt mal mit Sneakern kombiniert. Auch mal so eine sportliche Variante geht auch super. Man könnte jetzt auch einfach oben noch ein weißes Shirt oder so. Finde ich auch sehr genial. Aber ich habe hier nochmal so ein tolles Leinen-Shirt in geprintet. Und ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Das ist nämlich überhaupt nicht das gleiche Shirt wie das andere. Hat auch eine andere Zusammensetzung. Das ist 80% Leinen und 20% Viskose. Ist aber auch nicht so wirklich knitterig. Also ich denke mal, das ist durch die 20% Viskose. Dadurch wird es auch ganz weich. Also hat überhaupt nicht diesen Touch von Leinen. Deswegen habe ich mich da tatsächlich erstmal vertan. Und auch der Schnitt ist, also hier ist ja der Knopf nicht und es ist auch nicht so lang. Also es ist einfach ein komplett anderes Shirt. Ja, aber sehr genial mit diesem grauen Print. Und ich finde auch mal anstatt schwarz, also ich bin ja ein extremer Schwarzträger, aber hier so ein dunkles Grau finde ich ja auch mal wunderschön. Also mit dieser Bluse kombiniert perfekt und macht trotzdem Laune auf Sommer. Also man muss nicht immer Gelb anhaben. So, die Bluse gibt es auch noch in diesem hellen Camelton. Die könnt ihr natürlich super kombinieren, jetzt auch wieder auf diese tolle Jogpen kurz in Gold. Also das wäre auch nochmal so ein Vorschlag. Ich mache euch davon nochmal Fotos, dann könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe anschauen. Den Rock gibt es noch in Schwarz, übrigens sind da einige Knöpfe nicht zu, und in Beige. Also alle Farben auch wieder hier so schlichte Farben, wo man viel mit kombinieren kann. So, dann sind wir schon beim letzten... Ach nee, ich wollte euch noch eine Strickjacke vorstellen. Und zwar jetzt auch diese ganzen Tops habe ich nochmal hier so ein wunderschönes Jäckchen eingekauft. Ein ganz kalter Sommerstrick. Also wirklich könnt ihr tragen, auch über die T-Shirts, wenn es 30 Grad ist. Aber macht nochmal so ein bisschen angezogener. Und ich finde, das ist jetzt mal so eine kürzere Variante hier auch auf die Röcke sehr schön. Ja, muss man eigentlich nicht viel zu wissen und zu können. 44, 46 könnt ihr die auf jeden Fall tragen. Ist ganz, ganz toll weichfallend. Also wirklich ein richtig, richtig schönes Teilchen.
und habe ich noch in Camel hier hängen und ich meine, die gibt es auch noch in anderen Farben, das schaut bitte einfach nochmal im Shop. Aber das sind jetzt, schaut mal hier auch auf die Bluse, na, ich finde, das ist richtig toll, mit der Strickjacke auch kombiniert. So, dann habe ich hier noch ein Höschen und noch Basic Shirts. Ich ziehe mich noch einmal um. Ja, ich habe hier nochmal eine traumhaft schöne Culottehose für euch mit einem wunderschönen Print. Ich bin ja nochmal schockverliebt, weil ich liebe diese Hosen im Sommer. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Also ich bin ja immer das oder jetzt die langen Röcke finde ich auch sehr genial. Und ja, die ist wirklich richtig schön lang. Also ich habe ja jetzt hier Absätze an und bei mir ist die noch bodenlang. Ich bin 1,70 groß, also das ist wirklich mal was für Große oder ihr müsst sie euch kürzen. Aber ich finde, solche Hosen dürfen auf keinen Fall zu kurz sein. Also das ist bei mir immer ein Muss, deswegen ich liebe die jetzt schon. Also auch wieder mein Teilchen. Ja, ich weiß nicht, ob das mit Italien so eine gute Idee war, ne? Da wird man dann auch irgendwann arm, wenn man das alles mit nach Hause nimmt. Keine Ahnung. Also hier sind ganz tolle Teilchen mit dabei, alles irgendwie zum direkt mitnehmen und wieder nach Italien fahren, aber dann vielleicht mal zum Urlaub machen. Ja, das Shirt hier, was ich anhabe, ich habe mal so ein paar Basic-Teile für euch mitgebracht. Wunderschöne, ganz schlichte Teilchen aus einem sehr, sehr bequemen Material. Das ist so ein ganz dünner Stoff und ich habe die mal Oversize genommen, weil ja, die engen Shirts, das ist ja jetzt nicht so meine Kragenweite und eure glaube ich auch nicht, zumindest bei den meisten nicht. Ich weiß, es sind immer welche dabei, die sagen auch, ja, mein T-Shirt in 36, aber ich kann mich da immer nur wiederholen, ich kann es halt nicht präsentieren. Es sind Einheitsgrößen, also ja, man kann halt nicht alles bedienen. Also das sind immer so die Größenrange bei uns, ist so von 38 bis 48,50. Wir haben ja teilweise auch wirklich ganz große Sachen mit dabei. Dieses Shirt könnt ihr tragen so bis 44,46. Das ist auch nochmal so ein Ticken länger als das ganz normale Shirt. Und schaut mal, der Arm, das finde ich auch sehr genial, dass der nochmal so ein Ticken länger ist. Also der geht fast bis über den Ellenbogen und ist nicht so ganz, ganz kurz. Also das ist perfekt immer für die Winkeärmchen, ne, wenn man nochmal so ein bisschen mehr Arm da dran hat. Ich habe hier nochmal eine ganz tolle Kette für euch. Die peppt natürlich so ein Basic-Shirt auf. Und ich muss sagen, ich bin wirklich mittlerweile bei den Basics und habe lieber mal ein anderes Accessoire drauf, als einen Print, den man dann nicht wegkriegt. Und dann kann man auch keine Kette und gar nichts draufziehen. Also ich finde das mega. Und zu dieser Hose könnt ihr alle Farben kombinieren. Ich habe nämlich dieses Shirt auch noch in Beige, also auch das würde hier toll drauf passen. Dann könnt ihr weiß, sowieso kann man auf alles kombinieren und ihr könntet auch schwarz hier drauf kombinieren und ihr könntet auch, ich sehe gerade, nee, das ist schwarz oder ist das dunkelblau? Schwarz. Schwarz, ne? Aber wenn du dunkelblau dran hältst, dann sieht es aus, als würde es zu dunkelblau passen. Also es passt eigentlich zu allem. Also dieses Shirt habt ihr noch in diesen weiteren Farben und ich habe auch noch das gleiche eingekauft, mal als Top. Ich ziehe das mal an, aber ich glaube, ich ziehe das mal in einer anderen Farbe an. Soll ich das jetzt mal in Beige anziehen oder in Schwarz? Ich entscheide mich noch. Ja, auch die Top-Variante ist sehr, sehr genial, weil sie echt mal weit ist. Also dieses Top könnt ihr mindestens tragen bis 46, 48. Das ist echt groß. Also das ist jetzt mal so in Oversize. Aber ich bin ja sowieso immer ein Freund davon, auch diese Tops locker zu tragen. Also Tops sind irgendwie dann immer eng. Ich weiß nicht warum. Also ich finde es sehr geil. Das ist auch hier oben schön breit, dass man irgendwie ganz normal einen BH drunter ziehen kann. Lang, locker, flockig. Also ich finde das mega. Und ihr könntet jetzt da wiederum nochmal die Strickjacke drüber kombinieren. Übrigens hat das hier, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera immer so sieht, hat das hier nochmal so einen Lyrex-Faden mit eingearbeitet am Abschluss, am Bund. Das sieht nochmal sehr edel aus. Ich weiß nicht, ob man das, warte mal, ich zeige euch das mal bei einer anderen Farbe. Nochmal in der Kamera. Sieht man das? Ja. Sieht man, ne? Das ist also wirklich nochmal edel gemacht. Es ist da nicht so ganz schlicht. Finde ich sehr, sehr schön. Und die Strickjacke könnt ihr natürlich auch hier nochmal drüber kombinieren. Dann ist das wie so ein Twinset. Also ich finde das wieder sehr schick und edel. Und wäre wieder so ein Outfit für mich ready for summer. Hotel, Urlaub, ich bin da, kann losgehen. Das Shirt sollten wir auch nochmal drucken, ne? Das hat man, glaube ich, letztes Jahr. Bin da, kann losgehen. Ja, so wäre das heute. Ja, die Tops habt ihr auch in den gleichen Farben, in Weiß, Moment, ich hole sie nochmal raus, in Weiß, in Camel, also das Camelfarbene passt natürlich auch wieder Hammer hier zu dieser Hose, in Beige passt das auch und die Strickjacke in Schwarz, Camel und Weiß habe ich euch schon gezeigt.
So, das war's für heute. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos für euch und freut euch auf den Samstag. Es kommt tatsächlich Farbe.